Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Waffen-Review. Diesmal geht es um die M14 EBR Red Crystal, und zwar man kann sie per 1 HP bekommen. Leider nur für 7 Tage und das temporär, das hat irgendwie seit 8 Games reingehauen. Und wenn ihr euch einloggt, dann werdet ihr eingeleitet. Da kann man nämlich neue Achievements bekommen. Einmal durch CP Purchase und einmal eben halt, wenn ihr euch die M14 EBR einfach so mal holt für 1 HP. Und ich meine, jeder, der schon mal CP-Deposit gemacht hat, also eben halt CP sich aufgeladen hat auf dem Account, der hat natürlich ein CP natürlich immer. Also ich habe noch 300 noch was, keine Ahnung, und davon ein CP abgezogen. Ist ja nicht wirklich viel für eine temporäre M14. Dafür hat man sie leider nur für 7 Tage, aber ich meine, für ein CP, das ist wirklich, ich meine, das sind 0,01 Cent oder keine Ahnung, irgendwas bei 1 Cent, wenn nicht sogar weniger. Und ich meine, 1000 CP sind knapp 1 Euro, ja, und das ist wirklich nicht viel. Aber auf jeden Fall, ihr könnt auch einfach Free CP machen, wenn ihr jetzt kein CP-Player seid, denn, oder kein CP-Rest mehr habt. Dann könnt ihr einfach mal Deposit CP machen, Free CP, und dann habt ihr die M14 EBR Red Crystal. Außerdem sieht das wirklich geil aus, wenn ihr einen tötet, dann steht ja rechts oben immer, mit welcher Waffe ihr einen getötet habt, und dann steht da R.Crystal. Und das wurde wirklich geil gemacht, die M14 Crystal sieht auch noch wirklich gut aus, denn... Aber was mich ein bisschen aufregt ist, ja, geil sieht sie auf jeden Fall aus, aber es regt ein bisschen auf, dass, ihr seht nämlich, er hält sie ja mit der linken Hand vorne, also beim Front Guard oder was es auch immer ist, auf jeden Fall hält er die da und man sieht nicht noch die Reste, also den Rest der Finger, die Finger sieht man nicht, man sieht nur den Daumen und auf der anderen Seite müsste man eigentlich durchschauen können und das ist auch ein bisschen verwirrend, man sieht nicht Kugeln oder man sieht nichts da drin, es ist einfach nur... Red Crystal, ich meine, mit was schießt die Waffe, bitteschön, und keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Waffe ist wirklich fiktionär, Science-Fiction-mäßig, keine Ahnung. Aber sie ähnelt auch wirklich, sich, also sie unterscheidet sich wirklich nicht von der anderen M14, zum Beispiel M14 Xmas oder M14 Gold. Das ist überhaupt nicht anders mit der, das ist einfach nur ein anderer Skin. Das ist eigentlich alles gleich von den Stats, also Reload Time beträgt auch 1,7 Sekunden, Damage auf den Kopf ist 100 durch alles, also durch die Kiste, durch 100 Meter, keine Ahnung, auf Reichweite geht sie auch auf jeden Fall, alles tipptopp, ist alles geblieben bei der Damage und ja, von der nahen Distanz macht sie auf den Kopf 100, wie gesagt, auf jeglichen Distanzen auch 100. Auf den Oberkörper macht sie ungefähr 37 bis 39 Damage. Auf die Füße macht sie dann an die 22 bis 24 Damage. Durch die Kiste geht sie natürlich auch, hat Wallbang 100%. Und das ist wirklich grandios. Ich meine, jeder hat dann die Chance, mal mit der M14 zu zocken. Und dennoch noch mit einer, naja, für den einen oder anderen ist es jetzt nicht wirklich der coole Skin, denn... ich würde sagen, dass es so schlampig gemacht wurde. Na, nicht wirklich schlampig, aber was stellt man sich unter Crystal vor? Ich meine, es gibt ja auch die M4 Crystal. Oder wie die auch immer heißt, keine Ahnung, diese geschalldämpfte M4 ADV. Diese blaue. Aber, naja, die hätten die eben halt in diesen Skin machen sollen, nur eben halt in blau oder wie auch immer. Aber es sieht auf jeden Fall wirklich cool aus, diese Waffe. Also ich kann sie euch nur empfehlen. Ihr seht auch schon im Gameplay, dass... Die ist wirklich gut und ich bin auch Ace und ich meine, meine KD war irgendwas 60 zu 15 oder sowas. Ist nicht wirklich gut, aber ich meine, ich habe das erste Mal mit der Waffe gespielt und das ist wirklich gut. Ich meine, was soll man dazu sagen? Und dieses ich meine ist auch ein bisschen übertrieben, aber ich meine, ja, Bullets hat sie 35 zu 105, also insgesamt 140. Das Magazin ist in 3,2 Sekunden leer geschossen und diese Waffe ist einfach nur grandios. Ich meine... dieses ich meine, nein. Also, was ich damit sagen möchte ist, holt euch einfach diese Waffe. Ich meine, ja, ich meine, ihr bekommt sie kostenlos sozusagen. Also, das ist nicht wirklich viel ZP. Das ist ein ZP und für 7 Tage. Ich hoffe, die hauen die mal permanent rein oder sowas, weil Crystal Waffen allgemein, also da, wo man durchschauen kann sozusagen, oder dies, das ist so schön reflektiert. Oh mein Gott, diese Waffe ist so schön. Ich meine, ganz ehrlich, wer hat bitte schön so eine Waffe? Und ich meine, dafür, dass man sie für ein paar Tage holen kann, ist es doch wirklich schon grandios. Auch wenn es nur 7 sind, auch wenn es wenig ist. Aber man hat wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Lappen-Account hat,
Dann kann man einfach Free ZP machen und dann bekommt man eine ZP-Waffe sozusagen und bekommt noch gleich ein Achievement. Das finde ich wirklich gut gemacht und dafür, dass Crossfire mal so ungeizig ist, ich meine, die sind schon wirklich geizig, denn die verzögern das immer mit diesen Patches, wisst ihr, weil zum Beispiel dieses, wie war das jetzt, Legendary Crate oder sowas, das ging auch 2 Monate oder 3 Monate, weil die Einnahmen einfach so gut waren und ja, und außerdem das mit der Fury, das ist auch ein bisschen, naja, okay, wie auch immer. Auf jeden Fall, die Waffe lohnt sich zu holen, sie sieht auch wirklich geil aus, von der Länge und so, alles ist alles gleich, von dem Gewicht her ist alles gleich. Hingegen zur M14 ist es eine normale Rifle und oder Riffel, wie ich es nenne eigentlich. Und ja, es ist nur ein bisschen verwirrend. Der Lauf ist aus Kristall, das Magazin ist aus Kristall, die Munition, was weiß ich, aus Kristall. Der Schaft ist aus Kristall, der Body ist aus Kristall, alles ist aus Kristall. Ich meine, ja gut, wenn diese Waffe mal nicht kaputt geht, ich meine, für mich sieht sie eher sowas wie Glas-Plastik-Mischung aus und naja, wenn ich sie hinwerfe, habe ich auch nicht wirklich dieses Vertrauen. Ich denke immer, die geht eher kaputt anstatt. Naja, die sieht ein bisschen billig aus, würde ich sagen. Aber ich meine, es macht Spaß, mit der zu spielen und rumzusprayen. Und ihr müsst sie nicht heile machen. Und das ist wirklich gut. Denn 7 Tage, dafür lohnt sich das auf keinen Fall. Ihr könnt, ich glaube, 2500 ist das immer bei ZP-Waffen. 2500 könnt ihr, bis 2500 GP geht die kaputt. Dann müsste man sie wieder reparieren. Aber ich meine, 7 Tage, da muss man sie nicht reparieren. Und für 1 RP, da hat man eigentlich Plus gemacht. Dann bekommt ihr ja noch extra GP. Und es lohnt sich wirklich, diese zu holen. Also es ist ja nicht wirklich viel. Und holt sie euch einfach. Und ich mein, dieses ich mein nervt. Ja, holt sie euch einfach. Diese Waffe ist eine Top-Waffe. Und viel Spaß mit der. Ich wünsche euch eine tolle Woche damit. Es lohnt sich auf jeden Fall, damit zu zocken. Ich meine, eine kostenlose Waffe, so gut wie kostenlos. Und wenn, dann macht man einfach Free ZP. Und ich denke mal, das war's zum Review. Schaut einfach mal bei meinen Partnerkanälen vorbei. Es werden noch mehr Reviews kommen, aber auf jeden Fall, wenn ihr ZP-Waffen habt oder eben halt Ticket, also Slaughter-Ticket-Waffen, zum Beispiel die M14 Gold oder Bison Gold oder was auch immer Gold, dann meldet euch einfach mal bei mir und ich schreibe euch dann zurück. Oder schreibt einfach mal in die Kommentare und ich schreibe euch an. Und ja, das war's von mir. Tschö. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.